Hallo, willkommen zu einem kleinen nachgesprochenen Etwas von Let's Play Kingdom Hearts. Das kleine Problem war, ich habe die Audiospur leider gelöscht, was mich dazu verleitet, jetzt den ganzen Part nochmal neu zu kommentieren. Bei Kingdom Hearts ist es ein bisschen problematisch, weil es halt Zwischensequenzen gibt. Aber ich hoffe, ich kriege das halbwegs hin. Auf jeden Fall werden wir jetzt auf zum Land des Drachens gehen, wie ihr gerade seht. Ja, wenn ich dann mal dazu komme, den Dreieck-Taste zu drücken, wäre ich meinem früheren Ich sehr dankbar. Ich nehme es jetzt gerade quasi nur deswegen auf, weil Pokémon ein bisschen Fehler hatte gerade. Auf jeden Fall wird das jetzt beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß bei einer kleinen Cutscene, die ihr wahrscheinlich gleich sehen werdet, wenn meine CD nicht mehr spinnt. Ja. Okay. Viel Spaß! Mulan, das ist Shanyu, Anführer der Hundenarmee. Komm, Kleine, das ist deine große Chance. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Famulan besiegt Staatsfeind Nummer 1. Du wirst berühmt, glaub mir. Mushu klingt ja nicht schlecht. Aber erst muss ich der Armee beitreten. Ich muss für meinen Vater einspringen, um die Ehre der Familie Fa zu bewahren. Hoffentlich merkt keiner den Schwindel. Du hast bloß Bammel. Gib's doch zu. Du etwa nicht? Puh. Nanu? Ach ja, Kyosha? Kommt, den schnappen wir uns. Vielleicht sollten wir erst genau hingucken, bevor wir losschlagen. Ja, oh. Ja. Ich kann eigentlich immer nicht viel sagen. Ist das Mushu? Ich weiß, mein Ruf eilt mir voraus. Klein, aber oho. Und letzter ist in Großbuchstaben. Zischt ab, bevor ich meinen Drachenzorn entfache und euch alle mache. Hey Mushu, hast du uns vergessen? Vergessen werde ich mich gleich. Haut ab, oder ihr seid... Ihr seid... Sora, Donald, Goofy. Du kennst sie? Ob ich sie kenne? Wir vier haben einem Haufen Schurken Feuer unter den Hintern gemacht. Ja, ich habe den Jungs oft aus der Patsche geholfen, denn ich bin ein mächtiger Drache. Stimmt's? Oh. Oh. So ähnlich. Und? Wer bist du? Ich bin Mulan. Nein, ich meine... Ping! Mulan, Ping! Nur Ping. Ich bin Ping, Sohn von Fa Su. Ihr zwei seid Freunde? Mushu ist einer unserer Familienwächter. Wir wussten nicht, dass wir uns jemand so wichtigen wie einen Familienwächter ausleihen. Aber das habt ihr. Tja, und damit hat der gute Ping hier eine Menge gut bei euch. Aber wisst ihr was, Kinder? Jetzt könnt ihr euch revanchieren. Mushu. Ach, die drei sehen das doch genauso, was? Hm, klingt fair. Wisst ihr, Ping ist gerade drauf und dran, der kaiserlichen Armee beizutreten. Wir müssen schnell in das Lager zu den anderen Rekruten. Kommt ihr mit? Ich fall nicht ganz so auf, wenn ihr drei auch dabei seid. Was meinst du mit auffallen? Auffallen, wenn ich den seichtes Geplauder hab. Du gibst dich als Junge aus, nicht wahr? Du bist ein Mädchen? Ihr habt das nicht gemerkt? Ich nicht. Hey, es könnte klappen. Ach was, die beiden Blitzmerker sind keine Feuerprobe. Was war das gerade? Oh, wie wir Donald und Sora jetzt erkennen, ein bisschen schusselig. Willkommen aber im Land der Drachen. Ja, damit hauen wir erstmal Pink in die Gruppe. Dafür fliegt erstmal Donald raus, wie immer halt. Auf jeden Fall, Mulan finde ich eigentlich eine ziemlich schöne Welt, obwohl die Filme jetzt nicht so besonders waren.
beiden Filme, die es ja gab. Aber ja, es ist halt, ich weiß gerade gar nicht genau, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Die Aufnahme ist schon so lange her. Aber anscheinend mache ich irgendwas an oder aus. Okay. Drücke rasch, um wieder die gehört zu werden. Genau, sei schnell wieder weg. Okay. Interessant, was ich da mache. Mit einem Boost und sowas halt. Und Goofy und, ja. Und, ja, anlegen und nicht anlegen. Und Donald? Hm? Ja. Ich finde es bloß interessant, wie Ping da anstatt Mulan gezeigt wird. Ja. Vita, Feuer, Wasser, Eis, Blitz. Okay. Dann hoffe ich, dass das jetzt alles ausgerüstet ist. Okay. Es ist ein bisschen kacke, das alles nachzukommentieren bei Kingdom Hearts, weil ich halt kaum lesen soll. Sollte, weil ja fast alles gesprochen wird. Auf jeden Fall speichern wir anscheinend erstmal. Ach, das ist gerade echt ein bisschen traurig, das so zu kommentieren, aber na gut. Auf jeden Fall wird die Memory-Karte gerade geprüft. Anscheinend. Oh Mann, ich weiß gerade gar nicht so genau, worüber ich mit euch reden soll. Das ist... Ich hasse es, nachzukommentieren. Das ist immer grauenhaft. Mir fällt nichts ein, worüber ich reden soll. Vielleicht über das Spiel, aber das ist auch so eine Sache. Aber es ist... es muss halt sein. Ihr werdet euch kennen. Es ist ein Let's Play. Let's Plays wird kommentiert. Wird nebenbei gesprochen. Ja. Ich habe das übrigens schon mal versäumt. Da habe ich den Part einfach hochgeladen. Ohne zu kommentieren. Wie super. Aber das war auch noch relativ ganz am Anfang meiner Let's Player-Karriere. So. War ich wieder in der Zwischensequenz, wenn ich mich richtig erinnere? Nee, doch nicht. Gleich erst. Wenn wir beim Hauptmann sind. Anscheinend haben wir aber erstmal vor uns ein bisschen umzugucken. Oder doch, da kommt die Sequenz auch schon. Nicht vergessen, Mädchen. Männlich. Zeit, dass wir was zu futtern kriegen. Hey, nicht vordrängeln! Runter! Hey, eine Lücke in der Schlange! Was es wohl heute zum Mittag gibt? Satz scheiße Ohren! Jetzt reicht's! Bitte aufhören! Bitte? Was für ein Mädchen? Sofort aufhören! Womit soll ich aufhören? Du hast mich geschlagen! Ihr Wichte! Wen nennst du hier ein Wicht, du Bohnenstange? Ich bin ein waschechter Wächterdrache! Können wir uns jetzt wieder anstellen, ja? Auf wessen Seite stehst du? Ich hab grad Prügel bezogen. Willst du noch mehr? Soldaten, Disziplin in der Reihe! Der Hauptmann! Wir sind die Herzlose.
Ach ja? Ping, hoffentlich bist du bereit. Ja, und die Herzen greifen wieder an, wie in der anderen Welt auch. Schien aber nur leichter zu sein, könnte aber auch gleich sich zum Gegenteil entwickeln und so mega überkrasse, mega Monster Viecher. Okay. Eher eine Moral. Okay, wir müssen also verprügeln und die Moral hochhalten. Ja. Dann wollen wir doch mal diese Gegner mega verdreschen und verklopfen und mit ihnen Tee trinken und Party feiern und sie durch die Zelte jagen. So was macht man halt mit diesen Monstern. So, ja, und da sind wieder neue Gegner, die ein bisschen wie Magier aussehen, muss man sagen. Und da sind wir ein paar Meter weiter drin. Und EP-Punkte, oder? Achso, das sind die Moralpunkte, da wo sie kleine Sachen spielen. Ihr drei, nennt mir eure Namen. Sora, Donald, Goofy. Willkommen in meiner Einheit. Eure Kampffertigkeiten sind für die anderen vorbildlich. Ich bin der Sohn von Fast Zero. Du solltest besser nach Hause gehen. Aber... das würde meine Familie in der Lernen. Würdest also lieber meine Einheit entehren? Dieser Dickkopf von einem Hauptmann. Wenn Ping hart trainiert und sein Bestes gibt, wird er nur stärker werden. Gebt uns einfach eine Aufgabe. Wir werden euch zeigen, dass wir gut zusammenarbeiten. Ihr wollt also, dass ich euch auf die Probe stelle? Unser Befehl lautet, Shan Yus Armee auf ihrem Weg hierher abzufangen. Sie sollten eigentlich über den Zhong Cao Pass kommen. Wir werden sie alle machen. Das bezweifle ich. Ihr seid die Vorhaut-Kundschaft, der den Pass für meine Einheit aus. Das ist alles kein Problem. Nicht wahr? Sicher. Die Details lasse ich euch später wissen. Kommt wieder zu mir, wenn ihr aufbrechen wollt. Denkt daran, die kleinste Aufgabe kann von größter Bedeutung sein. Seid wachsam. Jawohl! Beim Birkenlager. Irgendeine Karte haben wir erhalten. Ich glaube, das ist jetzt auch langsam Ende des Parts. Wenn ich mich recht erinnere. Okay, ja, fast. Kann man so sagen. Und das ist gerade ein wunderschöner Ladepalken. Ich finde es so großartig. Okay, ich denke mal, jetzt gehen wir, glaube ich, in den Speicherpunkt schuben, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, wir gehen speichern. Nee, falsch. Also wenn wir Speicherpunkt suchen, dann ist es falsch. Ja, ich finde das wunderbar, wie diese CD reagiert auf das, was ich will. Rekrutenlager.
I can fly. Okay, zum Bambushain. Wo es denn auch hoffentlich den Speicherpunkt gibt. Sieht da noch aus, dass ich speichern möchte. Oh ja. Nachdem ich die Kissen geöffnet habe, die da noch rumstehen. Ein Äther. Ein Mithril-Splitter und aber... Und eine High Potion. Auf diesem Level war Muschel Schatten zu sehen. Oh mein Gott, diese Information. Okay. Leute, ich danke, dass ihr das mit mir durchgestanden habt, diese nachkommentierte Mistzeug, was ich hier fabriziert habe, dadurch, dass ich die Aufnahme gelöscht habe. Aber danke schön fürs Einschalten. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder von Let's Play Kingdom Hearts. Ciao.